Herzlich willkommen zum Halloween Special. Es ist Gravito von den Scully Fries. Wir machen heute Pumpkin Schnitzen. Ich habe mir 4 Kürbisse, wie man hier sehen kann, organisiert, falls was schief läuft. Den schönsten habe ich mir hier rausgesucht. Prinzipiell fängt man immer erstmal an und guckt sich den Kürbis an und sucht sich die Frontseite raus, die man sich später für das Gesicht des Pumpkins entscheidet. Ich nehme jetzt diese Seite hier, weil der Kürbis ein bisschen eine Schrägneigung hat. Scully Friday! Übrigens! Und dann habe ich hier das Gesicht und der ist dann schön okay zu sehen. Dann nehmen wir hier ein Edding und zeichnen hier drauf, wie man den ausschneiden will. Ganz wichtig ist, man muss ja einen Deckel auch abschneiden. Ich entscheide mich für die Sternchenform. Klassiker. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass man genügend Abstand zum Strunk hält, sonst wird das nachher eine brüchige Angelegenheit. Mhm. Aber auch genügend Hole generiert, um die Innereien des Kürbisses rauszuholen. Weil sonst wird es nachher ein bisschen stressig, wenn man da mit der Hand und mit dem Löffel reingeht und den ganzen Kürbis entleeren muss. Was auch immer wichtig ist, wenn ihr Kürbisse kauft und nicht wie ich den klaut, achtet darauf, dass der essbar ist. Weil dann könnt ihr die Innereien nachher einfach zu der Kürbissuppe zubereiten. Vielleicht gibt es auch ein Kochen mit Gravito oder ein Kochen mit Shay. Oder naja, baut ein Beat. Jetzt hier muss man präziser arbeiten. Auch da ist wichtig, Abstand. Abstand ist sehr wichtig zu dem Thema. Also von meiner Seite aus jetzt. Oh, das sieht gut aus. Es geht durch wie Butter. Also als wäre der Kürbis die Butter, nicht als wäre das Messer die Butter. Begeisternswert finde ich persönlich, dass dieser Stern gar nicht erzwungen aussieht, so dass du dir keine Mühe geben musstest, den zu einem Stern zu machen am Ende. Also da ist keine Linie, die so quer über den Kürbis gehen musste, damit du das... Ach so. Mach einfach weiter. Ignoriere mich. Zwei Cuts noch, wenn ich richtig gezählt habe. Ein Cut sogar noch. Ein Cut. Ein Cut mehr als in Vitos Vocalspuren. Check dir, weil das alles One Take ist. Versteht ihr? Ah, jetzt guck's dir an, guck's dir an. Pull up. Guck mal, da ist er. Boah, saftig, Alter. Weil ich kein verschwenderischer Bastard bin, hole ich hier einen Frischhaltesack. Hm? Ach, und einen Löffel brauche ich. Dann gefriere ich diese Fruchtfleischgeschichten ein. Danke. Vielleicht gebe ich das dann Shay, dass die sich da eine vegane Kürbissuppe draus machen kann. Wir haben uns vorhin die Gedanken gemacht, ob der essbar ist oder nicht, weil ich den natürlich nicht käuflich erworben habe und daher nicht weiß, es gibt ja auch giftige Kürbisse, aber der schmeckt. Der schallert rein. Wird nicht bitter, also ich denke, dass der schon essbar ist. There we have it. Weil wenn der jetzt bitter geschmeckt hätte, dann hätten wir Notarzt rufen können, aber direkt. Nee, dann hätte ich ausgespuckt und alles wäre cool gewesen. Aber muss Augen auswaschen, 10 Minuten, habe ich gehört. Was ich natürlich beachten muss, ist, dass ich das Schnittmuster von meinem Deckel nicht verändere, weil sonst fällt er nachher durch und das ist dann scheiße. Du musst es mit Liebe auch machen. Ist so. Wenn du es nicht mit Liebe machst, dann machst du was falsch und dann wird das kein schöner Kürbis. Das hat man an meinen Kürbissen immer gesehen. Kürbis? Kürbisen? Kurbinen. Kurbinen? An meinen Kurbinen hat man das immer gesehen. Ja, es fühlt sich komplett falsch an. Wüsste ich nicht, dass ich hier einen Kürbis mache, könnte ich denken, wenn ich die Augen zumache, ich bin irgendwie in einem Alien oder in Eingeweiden eines kalten Kadavers. Passend zu Halloween aber auch, ne? Das ist, glaube ich, auch ein großer Teil des Halloween-Spirits ist, dass du einfach in unbekannten Löchern rumpust. Warum macht man das raus? Weil das sonst anfängt zu verrotten. Ja, das ist ja scheiße, da kannst du ja keine Kerze reinstellen, wenn da Bullshit um und an steht. Oder habt das? War nur für euch, Leute. Ich wusste das natürlich. Oh, ja, jetzt. Jetzt wird hier der Rest geschabt. Das sah für einen kurzen Moment so richtig agil aus, als hätte dich jetzt was gepackt. Ein Samenkorn ist da noch drin und ich krieg's nicht rausgefischt. Oh, jetzt. Rausgeslappt. Aber wie gleich. So, ich wasche mir ganz kurz die Hände. Bin gleich wieder da. Alles klar, Grüße. So, testen wir nochmal kurz, ob das hier alles noch passt. Oh, oh, ey. So. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ho, Gunshots in the air, das war's von Scully Friday. Ha, kleiner Spaß, jetzt geht's ja erst richtig los. So, jetzt zeichne ich den Kopf da drauf.
Spannende Wahl. Damit habe ich jetzt auch auf Anhieb nicht gerechnet. Bedrohlich. Wenn mir der nachts über die Straße über die Augen laufen würde, ich erstmal sagen, au, was läufst du mir über die Augen? Was sagst du, kann man das so machen? Doch, fühle ich, feier ich, würde ich genauso tragen. Auch Edding hier von Neumann. Shoutout, ab jetzt im Handel erhältlich. Neumann, U87, jetzt im Handel erhältlich, oder? There we have it. So, der Schneideprozess ist beendet. Wir gehen in den Schnitzprozess über. Wir sind jetzt beim Schnitzprozess. Ich hätte mich am liebsten für ein kleines Skalpell entschieden, aber ich habe leider nur die zwei Messer zur Verfügung. Ich entscheide mich für die schärferen, kleineren, wendigeren Messer, weil es jetzt an Feinheiten geht. Hier muss man jetzt auch vorsichtig sein, weil wir haben ihn ausgehöhlt. Wenn man zu feste drückt, kann es sein, dass der Kürbis einkracht. Das sieht immer so leicht aus. Er ist komplett widerspenstig. Ich hatte auch schon weichere Kürbisse. Und im Sommer nominiere ich die Meloni zum Melonenschnitzen. So, jawohl. Kleine Side-Joke. Ich scheiße einfach auf seine Augenbraue. Die sind manchmal halt buschig und widerspenstig wie Augenbrauen jedermann. Der war halt nicht im Spa. Der hat sich mal gegönnt, ein bisschen das Natural Feeling wieder aufleben zu lassen. Mal wieder zu sich selbst zu finden, weißt du? Weil heutzutage in der Gesellschaft ist das ja so ein großes Thema. Und deswegen lässt er sich in letzter Zeit ein bisschen gehen, würden manche sagen. Manche würden sagen, er hat eben zu sich selbst zurückgefunden. Genauso sehen die Augenbrauen auch aus. Meintest du das? Genau das habe ich gemeint. Okay. Danke, dass du mir aus der Seele sprichst, während ich mich hier halt konzentriere. Augenbrauen sitzen, würde ich sagen. Und jetzt geht's an die Augen. Hast du jetzt gerade fliegende Messerwechsel ich vollzogen? Ich habe einen Flying Knife Change gemacht. Okay, ja, wie es die Kürbisschnitzer Profis nennen. Ich bin da noch nicht so lange drin im Game, aber ja. Schaut es euch an. Messerführung ist auch wirklich... Mit drei Fingern geht der Mann davor. Es ist Wahnsinn, was es ihm wahrscheinlich abverlangt an kognitiver Fähigkeit gerade. Sieht aus wie so ein Stück Kürbis. Münster. Ja, Kürbis, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich denke eher auch, dass du viel Zeit drauf machen wirst, oder? Nee, das wird ein 50-Minuten-Video. Okay, cool. Die nächsten 30 Girly Fridays sind nur du beim Kürbisschneiden. Und da haben wir ihn. Ladies and Gentlemen, we got him. Da kriege ich echt richtig Muffensause, wenn ich den so sehe. Ja, der wird gut, glaube ich. Doch, das wird ein guter. Bis jetzt bin ich guter Dinge, ja. Jetzt hier mal from the inside to the outside. So, einen Moment bitte. Ja, das ist kompletter Schwachsinn, vergiss es. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich mache erst den Mund und dann die Nähte. Mhm. Ich habe ihn jetzt einfach durchgeschnitten, weil ich ein Depp bin. Ich wollte es durchdrücken und habe es einfach durchgeschnitten. Ja, dann ist das jetzt halt so. Naja, das war nicht so schlimm, ich habe es einfach rausgezogen. Achso, okay, perfekt, seht ihr. Niemals aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber ihr dürft gerne auch mal aus dem Elefanten eine Mücke machen. Einfach irgendwie Finanzamt ruft an, ihr schuldet dem Finanzamt 2000 Euro. Einfach mal sagen, hey Leute, morgen ist Sauernontag. Ruf mich doch morgen einfach nochmal an. Oder gar nicht. Gerade passt mir nicht. Das gefällt mir echt schon richtig, richtig gut, wenn ich das jetzt hier gerade so vor mir sehe. In da so Nylunse einfach. Immer Nylunse ist wichtig. Mhm. Auch mein Homie Pavel aus der Heimat, immer reinlunzen. Wer nicht lunzt, der ist verhunzt. So. Und da haben wir ihn. Ich mache jetzt mal den
Deckel wieder drauf. Mhm. Und ein Tüchlein mit ein bisschen Desinfektionsmittel drauf. Also da weiß ich ja jetzt gar nichts mit der Information anzufangen. Ja, muss ja von Corona desinfiziert werden. Ach so, jetzt. Ja, ja, klar. Okay, bevor du den rausstellst, ohne Maske, guckst du ganz dumm. Jetzt, wo mir es gerade auffällt, was meinst du, wie viele Leute eine scheiß Maske ihren Kürbissen anziehen? Was soll ich? Ja. Der hat eh, dem ist der Mund zugenäht, Alter. Der hat nichts zu verlieren. Aber Nase, oder? Siehst du mal, jetzt habe ich mich geoutet. Ich bin der Typ, ich trage die Maske nur auf der Nase, nicht auf dem Mund. Wie rum warst du? Das ist die ewige, das ist wie Reise nach Jerusalem, nur dass nichts damit zu tun hat. Jeder Kürbiskopf findet mal seinen Deckel. Das ist einer von der extravaganten Sorte. Der ist swaggy unterwegs, immer mit der Chain am Start. Ballin'! Der Moment der Wahrheit. Wird's funktionieren? Verbrennt sich gerade wieder die Hand. Genau. Alter, doch, ist ein Look. Guckt so, ja. So sieht er ein bisschen zu groß geraten aus, aber von vorne. Mashallah, einfach der Hübsche. Hast du abschließende Worte, Bro? Ich wünsche euch viel Spaß beim Kürbis. Boah. Das war's mit Gravito schnitzten Kürbis. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachschnitzen. Skirly Fries, ihr kennt uns. Peace. Ho, Gunshots in the air, das war's von Skirly Friday. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, wenn's heißt Skirly Friday. Übrigens.